Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Metin 2 DE Anima. Ja, ich habe mal wieder was für euch zusammengeschnitten. Wir werden heute sowas von Meilensteine machen. Könnt ihr euch drauf freuen? Ich wollte jetzt direkt am Anfang kurz ansprechen, wie das mit den Adventskalender weiter abläuft. Ich habe mich dazu entschlossen, nur alle 2 Tage hochzuladen, weil ich einfach gesehen habe, wenn man ein Video hochlädt und am nächsten Tag direkt wieder ein Video, dann bekommen viele Leute das erste Video gar nicht mit. Und das ist dann halt doch schon ein bisschen schade, wenn man bedenkt, wie viele Stunden Arbeit da drin stecken. Von daher erstmal nur alle 2 Tage. So Leute, es ist soweit. Wir machen jetzt Aura auf G und hoffentlich auch Kampfrausch auf M. Wir schauen einfach mal so zack zack. Und wir fangen direkt mal an mit Aura. Ach ja, das macht immer am meisten Spaß, wenn alles vorbereitet ist. Und du weißt schon, ja, es wird jetzt gleich G sein. So muss das einfach. So muss das. So, noch 7 FBs. Ich habe hier handelbare Exos, habt ihr ja gesehen, hatte ich gekauft. Und auch, Moment, nochmal 10.000 Item Shop. So, und das letzte FB bis Aura G1. So muss das, so muss das. Bam. Ach ja, ist das schön. Der Angriffswert, der stimmt. Und jetzt musst du doch Kampfrausch auf M klappen. Wäre ja mal eine Option bei Aura G1, dann Kampfrausch immerhin mal M1 oder so, ne? So, wir versuchen es nochmal. Tu es, Jung. Aha! Das hat was zu bedeuten. Ach ja. Okay. Kampfrausch auch M1. Immerhin, Leute. Okay. Ich mache nochmal einen kurzen Cut. Bis gleich. So, Leute. Hoffentlich zu einem weiteren Meilenstein. Wir werden hier mal ein Elixier des Forschers benutzen. Dann Juwel der Missgunst, tu es jung und... Ja, kurzer Cut oder so, ne? Meine Güte, ey. So Leute, der zweite und letzte nachkommentierte Part. Ich wollte hier die Zeit einfach nochmal kurz nutzen, um danke für das Feedback die letzte Folge über zu sagen. Das war das Pusher-Battle, also insane, was da abging. Zuschauerbindung und so weiter, komplett insane. Das hat mich mega, mega gefreut. Ja, auch das Feedback, Kommentare und so weiter war super cool. Dann weiß ich, dass ich sowas auch hochladen kann. Werde ich dann wahrscheinlich immer so Richtung Wochenende machen, weil ich da weiß, dass die meisten von euch Zeit haben. So Leute, Dein Ernst hatte mich in Discord angeschrieben, dass er noch ein paar Exos für den Farmer hätte. Die Kette, das war jetzt eigentlich nicht abgemacht. Ja, wenn er die auch loswerden will, dann verlosen wir die irgendwie mal im Stream oder so. Ja, an dich vielen, vielen Dank für die Exos. Die werden wir auf jeden Fall für Kampfrausch einsetzen. Und ja, kurze Zwischenszene. Vielen, vielen Dank an dich. Angenommen. Danke, danke. So Leute, der zweite Versuch, wir drücken nochmal ein Elixier des Forschers, bla bla bla, Juwel, ja, das is it und, okay, ich glaube die 92er war sogar die einzige, wo man keinen Seelenstein braucht, ne? Das heißt, wir können jetzt direkt auswählen, wir nehmen natürlich Angriffswert, weil ein KTP, was wollen wir damit und Verteidigung, was wollen wir damit? So, wir nehmen natürlich die Angriffswert, oh, ich bin bei sowas immer nervös, nicht verklicken, nice Sache, okay. Blablabla, bla, bla. Jetzt will er auch noch die 94er Juwelen, genau. Und ja, das machen wir irgendwann anders. Ich glaube, ich habe gar keine bei. Nee, ich muss sowieso mal aufräumen. Oh weia, kurzer Cut. So Leute, wir sind nochmal im kleinen Farmer drin und wir werden jetzt mal ein bisschen Kampfrausch lesen. So, das erste ist schon mal fehlgeschlagen. Ja, ich werde jetzt nicht irgendwie noch Konzis oder so besorgen. Ich lese das so, auch wenn ich gerade sehe, das klappt ja überhaupt nicht. Komm schon, Junge. Eins muss jetzt klappen. Alle fehlgeschlagen. Ach du meine Güte. Ja gut, werden wir aber auf jeden Fall dranbleiben. Wir haben ja auch noch ein paar Exos von Dein Ernst übrig. Und die werden wir natürlich auch durchballern. Aber gerade sind keine Kampfrausch-FBs mehr auf dem Markt. Ich wollte noch eine kleine Sache ansprechen, und zwar hatte ich gesagt, dass ich mit dem Farmer irgendwo farmen will, mal nicht SC3. Ich habe es getestet und ich habe nicht wirklich gut gedroppt und das hat mich dazu verleitet, vielleicht doch eher wieder in SC3 zu gehen mit dem Farmer oder so. Dafür hätte ich dann auch natürlich einen interessanten Talisman, bla bla bla. Aber ich bin auch an überlegen,
Habt ihr vielleicht einen Tipp für mich, wo ich mit 35 farmen könnte oder so? Weil ich habe Affen-Dungeon ausprobiert, ich habe Tempel ausprobiert und da muss ich sagen, der Drop, der ist nicht wirklich gut. Wobei ich aber auch sagen muss, der Farmer hat ehrlich gesagt gut was auf die Nuss bekommen, weil er Wit wahrscheinlich nicht so hoch hat. Deswegen ist seine Verteidigung nicht so hoch. Muss ich einfach mal gucken. Habt ihr da Tipps für mich? Schreibt es gerne in die Kommentare rein, würde mich auf jeden Fall freuen. So Leute, wir machen einen kurzen Abstecher auf Sodalitas, das ist der alte Communio-Server, da wo mit Abstand die gehyptesten Videos entstanden sind, die ich seit langem gemacht habe. Und ja, der Server wird jetzt mit Anima fusioniert, das heißt, ziemlich viel an Equipment, was ich dort gemacht habe, kommt jetzt Richtung Anima, das freut mich natürlich. Ich werde einen großen Teil davon verkaufen, um einfach nochmal ein bisschen Yang zu haben. Und ich sag mal so, ich hätte dadurch natürlich auch wieder einen weiteren Krieger, den ich auf Anima nutzen könnte. Der hat einen Alchi-Ring. Ich glaube, mit dem Bios ist er noch nicht so weit. Moment, ich schau mal kurz. Bei den Eiskugeln ist der. Ja, geht. Könnte auf jeden Fall weiter sein, aber das könnte man auf jeden Fall gucken, dass man das in Angriff nimmt. Nichtsdestotrotz, es kommt ein weiterer Char Richtung Anima. Ich glaube, mittlerweile habe ich eine Zusammenstellung von Charakteren. Ich glaube, ich könnte zwei Mann-Melee ran vollstellen. Also, insane, Leute. Ja. Auf jeden Fall freue ich mich darauf, dass der Char Richtung Anima kommt. Das Einzige, wo ich mich halt nicht so drauf freue, ist Azrael. A, der Name. Und B, glaube ich, dass dort verdammt viele Hacker unterwegs waren, beziehungsweise Botter. Ja, mal schauen. Und der Name, ich frage mich, warum der Server, der am meisten gefloppt ist, denn je, dann den Namen behalten darf. Das frage ich mich wirklich, warum das? Naja, was willst du machen? Auf jeden Fall freue ich mich drauf. Der Char wird dann Richtung Anima kommen. Ich habe ein bisschen gefailt bei den Namen. Und ja, kurzer Cut. So Leute, ich bin jetzt einfach mal testweise in SC3 gegangen, um zu gucken, was ich denn so aushalte und ob ich die überhaupt down bekomme. Da schauen wir mal. Okay, down bekommen scheint gar kein Problem zu sein. Ich scheine aber eine Menge Damage zu bekommen. Ne? Ich habe jetzt, ich glaube, 69 Feuerdef. 69 Feuerdef, genau. Ich habe noch nichts in der Rüstung. Ja, das wäre jetzt natürlich noch Premium, wenn ich was in der Rüstung hätte. Ich schätze, wenn ich so ein bisschen ziehe, dann haut das hin. Ich glaube aber, viel mehr wird kritisch. Aber hier droppe ich genauso keine Okay-Karten. Gut, habe jetzt auch nicht wirklich viel gekloppt, aber ah, Ohnmacht, okay, ist er dann? Okay, ja gut, ich brauche auf jeden Fall noch ein bisschen Feuerdef mehr. 69, reicht nicht. Ja, muss ich mal gucken, ne? Ah, ist alles ein bisschen kritisch. Ich habe es mir anders vorgestellt, ehrlich gesagt, Leute. Ich habe es mir anders vorgestellt. Ein Feuerdef-Helm wäre natürlich auch noch interessant. Also ich sag mal so, mit dem Def könnte ich auf jeden Fall noch mehr rausholen. Das wäre, denke ich, kein Problem. Ein AGO-Schild, ja, kritisch. Das könnte ein bisschen teuer werden. Aber die Feuerdef sollte ich auf jeden Fall hinbekommen. Aber ich könnte auch noch ein bisschen mehr TP gebrauchen. Ja, Leute, schreibt mir gerne Tipps in die Kommentare. Sagt mir, was ihr davon haltet. Und dann würde ich sagen, das war's für diese Folge. Alle Social Media Links findet ihr in der Videobeschreibung. Wir haben den ein oder anderen Meilenstein auf jeden Fall heute gemacht. Unter anderem die Bio vom Ninja. Ja, Aura haben wir G1 bekommen. Und dann würde ich sagen, das war's für diese Folge. Ich bin raus. Bis dann. Grüße, Fossi.